Adenauer und de Gaulle 1963. Zwei Staatsmänner, die von sogenannter Erbfeindschaft nichts mehr wissen wollen. Der Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Frankreich 1940 ist noch in Erinnerung. Auch die Jahre der Besatzung mit ihren Schikanen und Demütigungen. Der französische General und Staatspräsident de Gaulle will nach dem Krieg vor allem Sicherheit vor Deutschland. Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer will Versöhnung. Diese Generation, die sind in die Politik gegangen, um zu verhindern, dass all das Schreckliche der Nazizeit und des Krieges sich jemals wiederholen könnte. Das war deren Antriebskraft. 1958 kommt es zur ersten persönlichen Begegnung der beiden Staatsmänner. Der Kanzler auf Besuch in de Gaulles Landhaus in Lothringen. Man lernt sich schätzen. Der General sieht in Adenauer einen überzeugten Europäer. Auf Staatsbesuch in Bonn 1962 setzt de Gaulle ein Zeichen historischer Versöhnung. Es leben Bonn! Es leben Deutschland! Es lebe deutsch-französische Freundschaft! Nach Jahrhunderten der Kriege und der angeblichen Erbfeindschaft. 1813, die Völkerschlacht bei Leipzig. Den Sieg über Napoleon verstanden ganze Generationen als Gründungsmythos der deutschen Nation. Im Schloss von Versailles wird 1871 das Deutsche Kaiserreich proklamiert. Eine Demütigung der besiegten Franzosen. Auch die blutigen Grabenkämpfe des Ersten Weltkrieges lasteten wie ein Schatten auf der Geschichte beider Völker. Januar 1963. In der Kathedrale von Reims, in der deutsche Granaten Spuren hinterlassen hatten, kommt es zu einer symbolischen Geste. Bei einer feierlichen Messe setzen die Staatsmänner ein gemeinsames Zeichen für den Frieden. Im sogenannten Élysée-Vertrag vereinbaren sie eine regelmäßige Abstimmung der Außen- und Sicherheitspolitik. Auch bei der Kulturarbeit will man gemeinsame Wege gehen mit einem deutsch-französischen Jugendwerk. Für den Kanzler ist das Abkommen ein Meilenstein der Einigung Europas. Der deutsch-französische Vertrag von 1963 dokumentiert, wie binnen weniger Jahre aus einstigen Gegnern Partner wurden.